Hi Leute und willkommen zurück zu Monster Hunter Stories 2. Ich bin natürlich jetzt ins Dorf vorgegangen. Wir nehmen uns erstmal das Ei hier vor. Hässlich. Warum sind die immer als Babys niedlich und wenn du dann groß angezeigt wird, sind die denn hässlich? Mann. Okay, dann muss ich mal schauen. Ich will halt alle so ein bisschen gelevelt haben. Ich hoffe, wir brauchen dich nicht. Denn man kann die Monster ab dieser Stadt auf Erkundung schicken. Praktisch die farmen dann Stuff für dich, je nachdem, was du ausgesucht hast, was du in Erkundung so machen sollen. Dabei leveln die Monster natürlich auch selber auf. Aber wir können halt auch guten Stuff mitbringen aus den verschiedenen Regionen. Und damit diese Mission Erfolg haben, müssen die Monster natürlich auch ein entsprechend gutes Level dafür haben. Achso, ja, und hier Gebetstopf. Natürlich diese umsonst Items einmal am Tag irgendwie kann man, glaube ich, nur abholen. Mein Gebetstopf ist Stufe 10, das ist einfach, umso mehr Amulette du da reinballerst, umso höher wird die Stufe. Und das, die höhere Stufe bewirkt hat, dass du unterschiedliche Gebete freischaltest. Und du kannst immer praktisch dadurch, dass du eine höhere Stufe hast, für das Gebet stärker. Und du darfst halt ein Gebet anhaben und ein Talisman. Und Talisman, die Amulette. Und die Amulette kannst du mehrfach abgeben, dass sie bis zu 90 Minuten stacken, so wie ich jetzt zum Beispiel habe. Dass ich hier Glück 3 Stück abgegeben habe, 90 Minuten Glück aktiv ist. So. Jetzt sagen wir mal wieder Bescheid. Mal gucken. Kommen wir jetzt schon Story weiter oder erst noch eine Nebenquest? Ich weiß es gar nicht. Und dann muss ich noch gucken, ob unten irgendwie vielleicht eine Sidequest abgeschlossen hat. Das habe ich gerade vergessen. Okay, noch eine Sidequest. Einfach da jemandem Bescheid sagen. Hab ich? Ja. Okay, das ist nice. Gibt es überall wieder gut Geld. Was brauchst du? Oh, 5400. Donuts. So, Kombi-Rezept für Immunisierung. Okay, da bekommt man das. Oh, nicht schlecht. Hier ist was Neues zum Annehmen. Das heißt gleich. Okay. Ja. Oh Gott, dann schauen wir uns das Rezept an.
Eine Medizin, die die natürliche Heilung unterstützt. Soliniert die TP eines Verbündeten über 10 Runden. Hast du so ein Heal over time oder die Standardregeneration wird einfach höher oder sowas? So, jetzt machen wir das Windrad fertig oder. Hey there! The windmill's close to completion from the. Someone pinch me! It's the legendary. Yeah! Rider! Say what? Don't you mean let. Chief says you need parts for the windmill? Yes. Thing is, I'd need to go to the Jagged Rock Cave. What? There's something in there that attacks people. It's true, I tell you. Good luck. The windmills really are imp. Aren't they? They symbolize the strength. They do? Ask anyone and they'll say. Huh? Come on, let's go to. Yeah! Good! Ich weiß, dass du kalt ist, Charakter. Du musst dich da nicht wieder hinhocken. Okay, das ist praktisch jetzt das letzte Ding, in dem wir noch nicht waren. Ja, dann wird danach die Story wieder weitergehen. Also gucken, hier vorne und dann gleich da. Und ich werde. Also jetzt ist die letzte Aufnahme für den Tag. Und danach werde ich wahrscheinlich nochmal die Erze fangen gehen. One who made the windmills happen. To tell the truth, he was terrified of Frostfang at first. So, you mean he was against. That's right. But he seems perfectly fine around Frost. Getting him and other villagers to accept Frostfang was a painfully long. When I returned with Frostfang by my side, I was hopeful at the time. Tag, hallo. What are we gonna do about that monster? Frostfang, let's go. Hey, it's Avinia. Why else? I'm sorry about what I said to you. Frostfang can stay too. Okay. Wir kennen jetzt unseren feinen Gegner. They mean so much to Kuon. Oh, now, if we could only get people to. I know how you want him to be. Yeah. The monster in the cave. A long time ago, I got attacked by one, and it. Also wir nehmen mal an, wenn sie uns jetzt hier so zeigen, dass der vielleicht als Endgegner jetzt kommt. Und wir schauen wieder rein. Keine jetzt zum Abfahren, das ist schade. Okay, gehen wir hier rum. Nö. So ein Schwenk ist auch nix. Okay. Moment, ist der anders? Das war anders als. Der hat andere Farben. Es kann sein, dass wir uns den holen. Gucken, ist das ein anderer Typ? Meiner ist ja ein ganz normaler Jade. Okay, den holen wir uns. Okay, mal einen Cut. Ich hole mir den. Geh den ausbrüten, komm wieder zurück. Und dann sehen wir uns am Ende der Höhle. Okay, das mit dem Jade Barot hat nicht geklappt. Der mag uns nicht.
muss ich hier runter jetzt. Wohl nur noch. Ja. Also ich habe sogar zweimal mit dem Erdebarot versucht. Aber der wollte einfach nicht. Ball gegen den Kopf geworfen, alles, aber nö. Drei, zwei, eins. Ärger. Ach, das war das, was diesen Wurmkopf hatte. Mit dem Bogen, dann kann ich meine neue Schusstechnik ausprobieren. Geht nicht. Warum nicht? Das so oft hintereinander machen darf. Das ist halt immer cool, wenn du ridest, wirst du selber geil und dann Monster auch. Und du kannst halt nicht sterben, man droppt halt nur auf 1 runter. Warum? Ich kenne mich halt nicht aus.
Jetzt irgendeine? Nee. Buddy, you've gotten stronger. It's all thanks to your keep it up, and you'll be a positive. Who said that boy was a rider? Hmm? So, he... He tried his hardest to become a rider. If anyone should know that, it's you, Naviru. How? I think you're being a bit unfair. You've really forgotten him? Wait! So, it's some... He never earned the title of rider. But he did ride the great Poogie, though the Poogie wasn't very pleased. No! No way! You mean to tell me it's... Debbly? Okay, let's get going. Story halt, ne? Wir fragen nicht, warum man nicht gleich alle Windmühlenteile gesammelt hat, sondern nochmal los musste. Jo, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder im Dorf. Okay, zurück im Dorf. Meine Monstererkundung ist fertig, deshalb schauen wir das mal an. Von gut gelevelt, bisschen Honig, ein paar Insekten, Weizen, Mittel und ein paar Amulette haben sie mitgebracht. Nice. So. Zeige ich euch mal, wie man es einstellt. Praktisch sucht ihr erstmal die Schwierigkeit aus, damit auch gleichzeitig wissen, so was es gibt. Und hier gibt es auch so eine Empfehlung, was für Angriffstypen man mitbringen soll. Und was die Erfolgschancen sind, je nachdem, welches ausgewählte Team man hat. Wir haben da zum Glück einen starken Feuerangreifer mit drin, deshalb ist das okay. Gehen wir hier hin, dann Auftragstyp. Ob man jetzt mehr seltene Objekte geht oder halt Monstermaterialien oder dass die Monster mehr Erfahrung sammeln. Und ob das ein schneller Typ sein soll von der Kunde, der nur 10 Minuten anstatt 20 Minuten geht. Oder ein gründlicher, dann wird ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt, ein bisschen mehr Objekte mitgenommen, dauert aber ein bisschen länger. Oder so ein ausgewogen Mischmasch. Wenn man einen gründlichen machen und dann kannst du natürlich hier nochmal aussuchen, welches Monster du da reinpacken willst. Und da habe ich zum Glück den
Tasarios mit drin als starken Typen, der da ein bisschen carried. Schicken wir die Dinger weg. Irgendwann kann man auch mehr Aufträge auf einmal machen, aber keine Ahnung wann. Ich habe es auch nur gesehen, als ich hier Monster ausgebrütet habe, dass das hier gibt. Ich habe kein Tutorial oder so vorher gegeben. Ich habe das gesehen. Ich denke, hey, was ist das? Das hattest du noch nicht. Ich habe darauf geklickt, dann kam so eine kleine Tutorial-Seite und dann habe ich es einfach gemacht. Aber ich glaube, in Monster Hunter Rise gibt es sowas, wo man seine Katze wegschicken kann, die Aufträge erledigt oder so. Oder ein Katzentrupp. Irgendwie sowas. Chief! Anna! Look. Welcome back, my... Chief, this actually isn't the legendary ride. Thanks to your sweating hard. That's one thing off the to-do. One thing? To... Yes, I've been too tied up here to... All right! Please, be careful out there. I'm not sure why, but the monster... You're telling me! The Zamtrios we met outside the village was not what I would call friendly. I see. Rage rays? The strange light from the pits is what's enraging monsters. Light that makes monsters? You may run into some rage ra- Don't worry about it! Thank you. Good luck. We've been searching far and wide, but still no trace of old Day-Day. The felines and I will keep up this- Ach so, sie macht auch was. Ich dachte, sie steht hier den ganzen Tag nur rum. Uff. Sie macht wirklich was. Aha. Okay, dann... Machen wir dann weiter im nächsten Part. Ich gehe nochmal ran. Ach, da ist eine neue Quest. Ja, für den jetzt ist nochmal eine Quest, dass wir den nochmal jagen können. Okay. Dann machen wir hier weiter im nächsten Part. Ciao, Leute.